Dann ja, starten wir doch gerne mal mit ein paar Fragen zum neuen Ja. Album. Das neue Album Dance Devil Dance ist draußen. Kannst du den Sound beschreiben und worum geht's in den Songs so textmäßig? Musikalisch ist es, Avatar ist eine, muss man, ist eine ganz eklektische Gruppe, so wie, dass wir erlauben uns immer ganz viele verschiedene Sachen zu machen, weil wir arbeitet unter die Theorie, dass wir, also so wie, wir sind nicht so gut wie Queen, aber trotzdem gibt es dieses Ding, wo man Entschuldigung, was? Was war das? Du fragst mich, ich will flott ja nicht hier. Entschuldigung. Wir sind eine ganz eklektische Gruppe. Das heißt, dass ganz viel in unserer Lieder los ist. Aber es ist immer darauf gebaut, auf Prinzipien, dass man zum uralten Bands zurückgucken können, um zu finden. Zum Beispiel, das heißt Black Sabbath und The Beatles. Mit Black Sabbath, das ist, wir sind ein Metal-Band und darum geht es um Riffs. Und was ein Riff gut macht, ist so herauszufinden, was ein Schlagzeuger zusammen mit dem Gitarrist mit das Riff tun kann und da ein Groove kreiert. Und mit Beatles heißt es immer neu, also erstens Lieder zu schreiben. Lieder, die eine Meinung hat, das wirklich in ein Teil von einer Persons Leben sein kann. Und immer eine Neugierigkeit zu haben, weil Beatles sie haben immer was Neues gelernt und was Neues probiert, sofort, wenn es eine neue Idee gab, gab ein Lied davon. Dann stilmäßig klingen wir überhaupt nicht wie alte Rockgroups aus den 60er und 70er Jahren, sondern es gibt ganz viel Death Metal da und dann traditionelles Heavy Metal. Rockmusik, und was wir versuchen zu machen, ist eigentlich versuchen wir nur Heavy Metal zu machen, aber Lieder, das du noch nicht gehört hast. Und das ist eigentlich alles. Dann thematisch das Album, ja, Dance, Devil Dance, Tanz, Teufel, Tanz. Der Teufel ist eine lustige Figur. Der Teufel ist, also der Teufel für mich heißt, das heißt Angus Young mit dem Hut mit dem Hörnchen drauf. Also das ist eine Heavy Metal Figur. Und der Teufel ist ja auf jeden Fall da auf dem Album und der tanzt. Aber dann gibt es auch eine mehr spirituelle Teil des Albums, wo es gibt auch Satan. Sagt man Satan in Deutsch? Das klingt immer so komisch. Satan als Figur, als Name ist älter die abrahamitische Religionen. Und ist einen. Oh, yes, Entschuldigung, es ist immer noch für mich früh. Moment. Alles gut. Ich bin absolut fasziniert von deinem guten Deutsch. Gut, Also, das ist wirklich sehr angenehm. Alles gut. gut, danke. Ich brauche die Übung. Weil morgen muss ich, na, übermorgen muss ich es wieder auf die Bühne reden. Ja, also es gibt mit dieses Album ein spirituelles Teil, das für mich, es ist total interessant für mich, weil ich glaube in überhaupt gar nichts. Aber ich habe entdeckt, dass es in den letzten paar Jahren habe ich verstanden, dass es mehr ein größeres Verständnis bekommen für das. Auch wenn du in nichts glaube, dann ist es trotzdem offenbar, dass es gibt Kraft in Ritualen, es gibt Kraft in Symbolen und es gibt Raum, Platz für einen spirituellen Perspektiv ins Leben, das dich trotzdem helfen kann, auch obwohl du nicht im Weihnachtsmann und Osterhase glaube. Das heißt Das war also, ein langes Antwort, Entschuldigung. aber da wollte ich dich auch nicht unterbrechen. Das heißt also, dass du der Songwriter in der Band bist oder hast du die Ideen eingebracht und ihr macht es zusammen oder? Wir machen alles zusammen. Also, wir sind drei Personen, dass ich so Songanfänger nennen würde. Ich und die zwei Gitarristen, Jonas und Tim, am meisten. Das ist auch keine Regel, aber eine von den drei
von uns drei, kommt mit Riffs, kommt mit Ideen. Und manchmal kommt man mit fast ein ganzes Lied oder manchmal hat man nur eine kleine Snippet, ein Teilchen von einem Lied. Und dann machen wir zusammen alle fünf fertig. Aber dazu, ich mache alle die Texte, die Lyrics, auch keine Regel, sondern das ist offen. Wenn jemand plötzlich, oh, hier habe ich was, kannst du das bitte singen? Wenn es nicht furchtbar schlecht ist, dann singe ich es. Aber jetzt ist es seit ewig nicht passiert. Aber wenn es zu diesen Sachen kommt, wenn ich jetzt plötzlich von Satan reden will oder was auch immer, das kommt auch von einer Ideenwelt, wo wir mindestens teilweise es teilt. Ja. Dass ich kann, ich sage, und auch zum Beispiel, also wir sind nicht der größte politische Gruppe in diesem Welt. Wir haben schon ein paar Ideen. Also wie mit allen anderen Gruppen merkt man bestimmt ein bisschen an was wir glauben in den Texten, auch wenn es nicht geht um so, ich singe nichts quasi, dass, oh, im schwedischen Wahl in 2014 habe ich SPD, so nicht, sondern, aber gleichzeitig kommt es durch. Auf diesem Album gibt es auch ein Lied, Violence No Matter What, das ist eigentlich zum ersten Mal, wo wir eine super deutliche politische Botschaft haben. Aber das ist auch, und das ist Antifaschismus. Und weil das ganze Idee, das Lied ist, dass man überhaupt in diesem Millennium sich über Faschismus reden muss, singen muss. Und dass es immer noch da gibt, dass man dagegen sein kann, ist pathetisch, furchtbar, bescheuert. Und darüber geht das Lied. Und das zum Beispiel ist also das Offenbare, dass ja, das so denkt das ganze Band, auch obwohl ich die Texte geschrieben Ja. habe. Und Bands sagen ja ganz oft, dass das neue Album das beste Album ist, was sie je gemacht haben. Würdest du das auch Sage mir auch. über dein neues Album sagen? Ja, das ist ja immer Schwachsinn, wenn Leute sowas sagen. Aber ja, das sagen wir auch. In Wirklichkeit, dann in 10, 50, 500 Jahren, wenn jemand sich überhaupt uns überhaupt über uns sich da noch kümmern, dann wird es entscheidet, was war das Beste. Ich weiß nicht, ob man schon sofort in dass Beethoven gestorben ist, wusste, dass die dritte, fünfte und neunte Sinfonie viel mehr populär sind als das sechste, siebte und achte. Aber jetzt wissen wir. Ja. So mal sehen. Aber ein paar Sachen mit diesem Album ist einfach so gut geworden, dass ich das Gefühl habe, das ist das Beste, das wir gemacht haben. Ich glaube, dieses Gefühl, dass wir haben ein paar spezifische Sachen damit geschafft. Und das Größte, glaube ich, ist dieses Gefühl vom Fokus. Also gleichzeitig, wo wir fast mit das Album fertig waren zu schreiben, habe ich auch Rob Halfords Biografie Confess gelesen. Und wo er über British Steel geschrieben hat. Das hat mit mir total auch resoniert, dieses Gefühl, dass da, was für Judas Priest Zeit zum, ich sage das Ausdruck in Deutsch, aber cut off the fat und besser Fokus zu haben. Also, wie ich früher gesagt habe, Avatar, wir sind ganz eklektisch, ganz viele Sachen ist erlaubt, aber dieses Mal ist es Lied bei Lied einen besseren, stärkeren Fokus. Frühermals könnte man vielleicht eine wütende, traurige, trippy Lied machen, aber dieses Mal lieber ein, das total wütend ist, dann ein total trauriges und so weiter. Und das ist ein großes Unterschied dieses Mal, dass wir damit, ja, das ist dieses Mal
besser als je vorher geworden. Ja, es kommen extrem viele gute Rockbands aus Schweden. Was macht ihr da oben anders als andere Leute? Warum ist das so? Ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das ist weniger als vorher. Meistens die Gruppen, dass die Welt übernommen haben aus Schweden, sind fast alle in den 70er geboren. Und da gibt es ein paar von uns, das ein bisschen später kommen, und irgendwas kommt immer. Aber ich glaube, dass diese große schwedische Welle ist vielleicht nicht mehr so viel da, außer dass diese Gruppen, das damals da waren, sind immer noch da und immer noch gut und machen immer noch interessante Sachen. Und das finde ich so toll und wichtig, wie alles andere, dass es nicht nur irgendwas in eine kleine Periode passiert ist, sondern es lohnt sich immer noch, sich von Also von Meshuggah oder At the Gates oder Opeth sich interessieren, das lohnt sich noch. Und das ist wichtig, das ist toll, aber es ist nicht so, wie es früher mal war damit. Und ich glaube, eigentlich finde ich es gut, Musik heute hat weniger und weniger mit Geografie zu tun. Und ich glaube, weil zum Beispiel unsere Generation, ich glaube, wir waren vor allem der erste, die als Kinder so Modeme zu Hause gehabt haben und also die Welt durch Internet erforscht haben. Und deswegen war unsere Szene war nicht nur, was zu Hause auf der Straße passiert hat, das war auch ein großer Teil davon, aber da hat man mehr die Ohren auf der Welt, überall irgendwie. Und jetzt ist unsere Lieblingsgruppen von weit und weit entfernt, also Ginger aus Ukraine, Alien Weaponry aus Neuseeland, Crypta aus Brasilien, Confess aus ursprünglich Iran, jetzt aus Norwegen arbeitet sie und so weiter. Das hat sich geändert. Und dann traditionell, warum Schweden so viel musikalisch Erfolg hat, ich glaube, das ist eine Frage von gibt mehrere Gründe. Nummer eins, dass es für Kids möglich ist, Musik zu spielen. Dass mehrere Menschen können es sich das leisten. Und dann gibt es Stellen, wo Kinder für andere Kinder spielen können. Battle of the Bands oder so, Jugendcenter Stellen. So, dann kann man seinen Stil und alles für sich selbst entwickeln. Und so, das ist ein Teil davon. Dann kulturell, dann gibt es auch, man gibt auch ein bisschen Zeit und Raum für, was sagt man, Versagen, Failure. Das heißt, unsere Eltern fanden schon, ah toll, bist du in einer Bandgruppe, mal sehen, wie es läuft. Und nicht Ja. so, nein, das muss jetzt unbedingt jetzt Juridik anfangen zu studieren, jetzt, sonst ist es zu spät und so. Man darf probieren. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Ah, ich danke dir.